Hey, willkommen zu einer neuen Folge von Formel 1 2015 auf der PlayStation 4 und wir sind heute hier in Großbritannien und fahren erstmal das Training für Runde 9. Na gut, Runde 9. Und 2 ist Hamilton. Aber auch nur ganz knapp vor Vettel. Ich glaube, nach dem Rennen wird Hamilton wieder auf Platz 3 sein, weil Vettel sich mal wieder vordrängelt. Der fährt aber auch unfair hier irgendwie. Im letzten Rennen ist er mir ja schon ein paar Mal reingefahren. Der weiß nicht, wo die Bremse ist. Na gut. Ich weiß manchmal auch nicht, wo die Bremse ist, aber egal. Willkommen in Silverstone, der Heimat der Formel 1 hier in Großbritannien. Wir rechnen damit, dass die Wagen in Kürze zum heutigen Training auf die Strecke kommen. Wir erwarten große Menschenmengen an diesem Wochenende, wie jedes Jahr beim Großen Preis von England. Es ist eine der beliebtesten Rennstrecken mit vielen, vielen Fans und auch die Fahrer und die Teams kommen gerne nach Silverstone. Viele der Teams stammen aus England, also ist Silverstone ein Heimspiel für sie. Die Rennstrecke ist außerdem ein Klassiker in der Formel 1. Alle Teams fahren gerne hier. Silverstone ist eine der ältesten Rennstrecken der Formel 1 und außerdem die Strecke mit solch legendären Kurven wie der Maggots und der Becketts. Dieser schnelle Abschnitt mit einer schnellen Links-Rechts-Links-Schikane mündet in die Chapel-Kurve und dann kommt die lange Hangar-Straight, die Gerade, die früher die Startbahn des alten Militärflughafens war. Die hohe Geschwindigkeit auf diesem Abschnitt verlangt höchste Konzentration und großes Können von den Fahrern. Wenn man es verpatzt, kann man leicht auf der Hangargeraden überholt werden, die übrigens auch eine DRS-Zone ist. Na gut. Wollen wir mal auf die Strecke rausfahren? Nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Ein paar entspannte Runden, natürlich. Ich habe nur 15 Minuten für das Training und soll hier entspannt fahren. Natürlich fahren alle erst raus, wenn ich rausfahre. Oder schon raus, wenn ich rausfahre. Egal, ob ich vorher eine Minute warte oder so. Aber ich glaube, nach 1-2 Minuten fahren die auch automatisch. Ne, wann darf ich? Jetzt darf ich denken. Gut. Ich hasse es, dass mir hier, wenn ich aus der Box rausfahre, immer so spät die Kontrolle gegeben wird. Irgendwo rein bremsen, das habe ich so noch nie gehört. Ich höre immer nur reinfahren. Aber rein bremsen ist mir neu. Okay, wenn ich irgendwo reinfahre, bremse ich irgendwie auch automatisch. Also drauf geschissen. Ein bisschen auf dem Gras fahren. Oh, Verwarnung, Kurve abgekürzt, natürlich. Ich wollte nur mal kurz auf dem Gras fahren. Ich habe immer noch ein Problem, mit dem Controller zu fahren. Ist nicht schön.
Schön. Oh, ein bisschen zu viel Speed drauf gehabt jetzt. Ein klein wenig und der wäre mir fast reingefahren. Ich glaube, die Runde wird nicht. Muss ich noch eine fahren? Mindestens. Ist aber auch wieder eine schöne Strecke. Wenn man nicht zu viel bremst. Mein Tablet lädt gerade Spiele runter, ich kann da gerade nicht ran. Ah, natürlich! Klar! Vollidiot! Wer war das? Welcher Vollidiot war das? Fährt der mir noch im Training hier rein? Gibt's doch nicht. Ja, ja, ist sicher. Alter, was ein Vollidiot, ey. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Oh, ne. Jetzt mache ich es aber genauso wie die. Ist mir scheißegal. Ist doch nur das Training. Oh, warte mal, geht's hier? Nee, hier geht's nicht in die Box. Ich dachte, es sah so aus. Oder wer ist denn in die Box gegangen? Scheiße, ich muss in die Box, verdammt. Oh Mann. Warte mal, kann ich hier irgendwie zurück in die Box? Zurück in die Garage. Okay, nennen wir es Garage. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ach man, jetzt hätte ich Fliegenrunde machen wollen. Scheiße. Verdammt. Ja. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Ich habe gerade versucht, die ganze Zeit den nicht zu crashen. Und der zieht einfach rüber. Ich bin nur neidisch, weil ich Erster bin. Okay, in dem Training jetzt nicht, aber in der Gesamtliste.
gerade mal meine zweite Runde. Die ist immer noch scheiße. Vettel, natürlich. Alter, bin ich jetzt so schlecht, oder? Das ist scheiße. 19 ist eigentlich kein guter Startplatz. Ich wusste, dass ich hier wieder zu weit rauskomme. Hier werde ich auch immer abkürzen. Ich weiß auch nicht warum. Du hängst in allen drei Sektoren hinterher. Aber die Strecke ist immer noch besser als Monaco. Ich weiß aber auch nicht, woran das jetzt liegt, dass ich so scheiße bin. Selbst in Monaco bin ich weit vorne gestartet, warum auch immer. Ich sehe schon, ich nutze die Trainingszeit hier voll aus. Es hat sich immer noch nicht verbessert, was? Irgendwann muss ich doch mal besser sein. Ja! Vollidioten. Glaubt ihr, ich sehe einen Rückspiegel, wenn ich mich hier auf die Strecke konzentriere? Komm, die Strecke, die Runde ist jetzt die beste, die ich gefahren bin. Wow, 17. Krass. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Dann nutzen wir doch einfach mal einen Flashback. Tja, so geht's natürlich auch. Hat mich nicht getroffen. Okay, hat mich getroffen, aber juckt mich nicht. Louis auf P3. Und dafür werde ich auch nicht strafversetzt. Also. Thank you.
Okay, besser wird's eh nicht. Wir starten dann also von Platz 17. Wenn ich im Quali genauso scheiße fahre. Aber ich werde im Quali nicht genauso scheiße fahren. Hoffentlich. Heute war Sebastian Vettels Tag. Erster im Training, da wird er sich sicher auch morgen im Qualifying eine ähnlich gute Leistung wünschen. Tja, so oder so ähnlich. Weiter! Willkommen zum Qualifying an diesem Nachmittag hier in Silverstone zum großen Preis von Großbritannien. Das wird ein aufregender Nachmittag, wenn die Teams um die Pole kämpfen. Silverstone ist tief in der Renngeschichte verwurzelt und wir können uns darauf einstellen, dass jede Startposition in den nächsten Minuten hart umkämpft sein wird. Im Laufe der letzten Jahre gab es hier eine Reihe von Siegen für Mercedes, Red Bull und Ferrari. Ich glaube, das sind auch die Teams, auf die wir beim heutigen Qualifying ein Auge haben sollten. Ja, hier besonders Mercedes müsste man beobachten. Ich glaube, ich nehme die hier Mischung aus. Gut. Los geht's. Wir haben nur eine Runde für das scheiß Quali. Oh, Hamilton. Es sieht aber extrem beschissen bewölkt aus. Ich glaube, ich starte doch von 1. Ich glaube. Wie Runde 1? War ich noch eine? Ach, ich bin ja rausgefahren, oder? Ich habe mich jetzt schon gefreut, die Runde ist vorbei. Hab ein paar Tage jetzt nicht Formel 1 gezockt. Dann starte ich halt doch nicht von 1, mir scheißegal. Startet Hamilton von 1. Es war nur Verwarnung. Ich wollte einfach nochmal die Zeit ein bisschen. Aber trotzdem dieselbe Animation wie immer. Lewis Hamilton hat im heutigen Qualifying eine beeindruckende Leistung geliefert. Nee. Für das morgige Rennen steht er damit auf einer sehr guten Startposition. Das ganze Team hat hart gearbeitet und wurde dafür belohnt. Was für eine tolle Leistung. Wenn er morgen so fährt wie heute, dann ist ein Rennsieg durchaus im Bereich des Möglichen. Ich starte doch nicht hinter Vettel. Das könnt ihr mir doch nicht antun.
Scheiße. Na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum Rennen. Bis denn.